Was geht, Jeremy hier, welcome back, boys, welcome zu einem neuen random Video. Ich bin gerade vor 3 Minuten auf die Idee gekommen, Digga, heute nehme ich ein YouTube-Video auf, einfach, weil, wieso nicht, ich vlogge euch hier heute einfach einen random Tag hier. Ich bin gerade im Moment in Berlin, und ihr wisst ja, ich bin im Moment ziemlich viel am Reisen, bin viel unterwegs, und daher ist nicht ein Tag wie ein anderer. Letztens war ich ja in Thailand vor der Türkei, jetzt in Berlin, danach geht's auch noch irgendwo hin, da habe ich noch nichts finalisiert. Jetzt habe ich hier einen Powershake, den ich mitnehme zum Dreh, weil heute steht Dreh bei Johannes an. Dann nehme ich euch ein bisschen behind the scenes auch noch mit, würde vielleicht ein bisschen was zeigen. Der Powershake ist da so eine richtig geile Lösung, weil der Dreh bei Johannes geht immer ziemlich lang und ich kann zwischendrin halt nichts essen. Ich habe mal ein Rühmchen mit Reis rausholen, aber so ein Powershake kann ich mir sippen. Darum ist es auch, bei, wenn ihr längere Zeiten habt, zum Beispiel, wo ihr nichts essen könnt, extrem gut. Oder auch, wenn ein Training sehr lange geht, dass ihr während des Trainings mit Kohlenhydraten, Protein versorgt seid, ist es extrem gut. Für die, die den Powershake immer noch nicht kennen, 100 Gramm Cyclic Sextrin, 60 Gramm Isoclear und 10 Gramm Kreatin. Absolute Baba-mäßige Ultra-Kombo und auch für alle, die Mühe haben zuzunehmen, ein absoluter Lifehack-Cheat-Code, weil man den easy Lecker-Schmecker runterkriegt und ja, das ist eigentlich, ja, und halt auch 600 Kalorien hat und 50 Gramm Protein. Apropos Powershake, im Moment gibt es 20% auf alle Bestseller und 30% auf die Crank Energies und die Hydrorate Drinks, auch wenn, glaube ich, schon fast alle ausverkauft sind. Also falls aber ihr da seid, habt ihr Glück gehabt, wenn nicht, dann, ja, Pech auf Deutsch gesagt. Auf jeden Fall kann ich euch empfehlen, wirklich Isoclear mitzunehmen. Ihr wisst, das Allerwichtigste, Protein zu decken. Natürlich die Design Way ist auch dabei, einfach das ist Nummer 1. Wirklich Priorität Nummer 1, Proteins. Danach könnt ihr euch natürlich auch noch einen Booster, Crank Pump Pro, Crank oder die Leckerschmecker Designer Bars. Athletic ist auch dabei, und für alle, die probieren abzunehmen, Diet Support Pro ist sehr gut. Das verbrennt euch am Tag nochmal extra 200 Kalorien oder so. Ist jetzt nicht ein Game Changer, wenn ihr es nehmt, nehmt ihr direkt ab, aber es hilft euch beim Abnehmen, es sättigt auch ein bisschen. Also es ist ein geiles Produkt. Und danach noch die Crank Energies, würde ich da empfehlen. Also mein Ranking ist weiß auf die 1, dann Tropical, dann das Original, das schmeckt wie Red Bull, ich mag Red Bull nicht so, da ist das bei mir 3 und das finde ich absolut scheiße, auf Deutsch gesagt, mir ist es viel zu süß, andere haben es gern, ich mag es gar nicht und Hydrorate ist der blaue, der beste, die anderen zwei habe ich nicht so gern, aber jetzt genießt das Video, haut rein und ja, Coach Jeremy 20% und 30% auf die zwei Dinger, also let's go. Ja und Leute, ihr fragt mich jetzt nicht, was ich hier gemacht habe oder was hier passiert ist, Digga, ich weiß es selber nicht, hier ist auf jeden Fall meine Unterbrust, Digga, crazy. Und die Küche, also wir reden nicht drüber, ich bin noch nicht mal 24 Stunden hier. Ah, Wichser. Digga, die können sauber machen bei dir. Ich mach das so hin. Aufräumen, ja. Gut. Bitte Zimmer. Ja, perfekt. So, jetzt hoffen wir aber, dass die E-Scooter noch hier ist von gestern. Ja, der ist noch da. E-Scooter, funktioniert bitte. Unlocking Vehicle. Und. Er hat noch. Ja, er hat noch viel Akku, Digga. Perfekt, let's go, Alter. Bruder, was zum Fick jetzt los? Ich bin 10 Sekunden, jetzt ist das Ding. Bruder, wollt ihr mich alle verarschen irgendwie? The vehicle temporarily unavailable. Digga, willst du mich verarschen? Okay, von mir aus. Fick dich. Okay, ich habe ihn jetzt irgendwie nochmal angekriegt. Vielleicht funktioniert er jetzt. Also, vielleicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir rollen. Das ist gut. Schon ein gutes Zeichen. Boah. Bald grün. Cool. Alter, let's go. Cool. Let's go. Alter, wird doch mal grün, du Pisser, Junge. Da war es. Jetzt ist der E-Scooter wieder aus. Alter, wollt ihr mich alle verarschen, Digga? Was ist das für eine Scheiße? Und jetzt ist er irgendwie blockiert auch wirklich. Jetzt wollen die Räder nicht. Alter, achso. Ah, meine Fresse, Junge. Was zum Fick ist das? Jetzt ist er wieder angegangen. Alter, irgendwie diese E-Scooter ist, glaube ich, 30 Sekunden. Alter, ich bin okay. Auf jeden Fall ist es schon Zeit. Also, jetzt gehen wir da irgendwie. Scheiß drauf, wir sehen uns einmal beim Gym wieder. Ich bin zu dumm zum Vloggen, Alter. Wir sind angekommen, aber ich habe gesagt, heute ist ein Special. Gestern bei jemand, der bei Johannes noch nie war. Und das ist Tiffany. Hallo, willst du dich kurz vorstellen? Guten Tag, ich bin Tiffany Ritter und ich bin da, wie ich wurde hergerufen, wie bei Super Nanny. Kennst du das noch? Für so schwer Ziehbare? Das wird so Bootcamp. So nämlich. Dann gucken wir mal, was heute passiert. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil Johannes hat mir gesagt, du bist auch... Also ihr kennt viele Parallelen. Ja. Sie ist auch nicht so richtig gesellschaftsfähig, genau wie du. Aber ja, wir wollen nämlich ganz nicht so viel vorhin wegnehmen. Ich habe heute mal Ausgang bekommen. Mhm. Genau, schauen wir mal. Okay, auf jeden Fall wird es spannend, der Dreh von Johannes. Ich stelle euch vielleicht ein bisschen was vom Behind the Scenes, zeige ich euch und danach werden wir sehen. Wird spannend. Wird auf jeden Fall cool. Hast du Gefühl, der Dreh wird cool oder wird er eher ein bisschen unangenehm? Der wird richtig unangenehm. Der wird richtig unangenehm. Also cool halt. Cool unangenehm? Ja. Ja, das ist gut unangenehm. Das wird gut cringe, Alter. Vor allem weg, nur weil du Lust hast auf einem Kaffee. Ja. Ja, ich hab so Bock. Ah, kann ich auch verstehen. Ab und zu haben wir einfach Bock. Aber
Ja. Und das war ein komisches Gefühl, dich in Thailand zu wissen, ne? Ja. So mit Robin, Alter zu zweit, mit 16 in Thailand. Das ist schon echt, boah. Ich hatte mit deinem Papa auch gesprochen und sagte, Johannes, was denkst du darüber? Ich sag, das musst du alleine entscheiden. Entscheidung. Also meine Töchter hätte ich nicht fahren lassen, ganz klar. Okay. Aber bei Jungs geht, glaube ich, noch so was anderes. So, ne? Ja, ist auf jeden Fall was anderes. Und ich finde, das Bild über Thailand ist auch komplett falsch. Also nicht so, wie es ist. Es war alle voll lieb, voll unterwegs. Ne? Richtig lieb, voll anständig. Caring. Und was, auch, was ich zum Beispiel jetzt auch noch finde, ist ein gutes Beispiel. Zum Beispiel, du siehst ja, wenn du hier in Deutschland irgendwo in den Laden reingehst und zu AirPods oder so, dein Handy, sind immer außerhalb von der Hülle, sogar PS4-Controller. Weil, wenn sie im Laden stehen, weil die geklaut werden, ja. Oder? Und in Thailand sind die AirPods, was so viel kosten, wie die in einem Monat verdienen, stehen einfach im Laden rum. Krass. Direkt nicht irgendwo versteckt, sondern einfach direkt da. Und wird halt nichts geklaut. Und das finde ich noch ein gutes, ja, gute Analogie. Also Johannes, du holst jetzt einen lecker Kaffee. Ja, und eine Coke Zero, Alter. Und eine Coke? Okay. Gerne zwei. Jo. Also Johannes, hast du gerade mich, dich, also nicht mich für dich bezahlen lassen, Johannes? Ja. Das, also, Johannes. Willst du mein Zahlsklave sein? Bezahlsklave? Was? Also Leute, kriegt ihr jetzt ein bisschen kurz, nicht viel, aber ein bisschen behind the scenes noch vom Dreh, weil ich hab's euch versprochen. Also, ich sage jetzt hier nichts mehr, könnt aber zugucken. Jetzt wird entschieden, wer das Beste heute gewinnt. Bei, ich hoffe, meine Mutter, mich einschätzt, schon bei deinem Alter. 10, 11. So, die läuft noch. Ich muss mit. Irgendwelche Bodybuilder, wenn sie nur allein der Reflexion in der Kamera sind. Hi. Also ja Leute, das war das kleine Behind the Scenes. Ich würde sagen, jetzt geht der Vlog weiter, Alter. Training ist durch. Was gibt's bei dir direkt? Ein Proteinriegel. Ein Proteinriegel. Richtig vorbildlich. Das ist ganze wirklich so, ja. Das ist so ein Protein. Richtig Riegel-Junkie. Suchtig. Ja. Wie Johannes, Alter. Johannes kriegt auch auf der FIBO hin, Boxi seine was zu essen. Das sind 12. Mhm, bei mir leider auch. Ich kann einfach nicht ohne Protein. Aber welche ist deine Lieblingsernährung? Also wenn du sagen darfst. Ich tue es so am liebsten. Ich mag tatsächlich aktuell von Sportness aus dem DM die. Ja? Also ich glaube, die sind richtig räudig von den Inhaltsstoffen. Ja. Und sonst natürlich cool. ESN-Bars. Ja, aber welche von den ESN nehmen wir? Der Cookie, diesen Dark Cookie? Den ja, der ist weg, der ist ausverkauft. Und Brownie. Fudge Brownie? Ja. Der ist auch und richtig geil. Und Hazelnut, den dunklen. Nicht den hellen, den dunklen Hazelnut. Okay. Der schmeckt so ein bisschen Nutella. Aber Ranking wäre aktuell Brownie 1. Dann den Dark Cookie, der ist ja neu, gell? Ja. Den gibt's nicht mehr, der ist ausverkauft. Ja, und dann Hazelnut. Ich renne aber immer zum Müller und so und hol mir immer alles Mögliche. Okay. Aber Sportness ist auch geil. Ja, wenn ihr die ESN-Riegel wollt, dann könnt ihr natürlich in Müller gehen oder ihr kauft über ESN mit dem Code Jeremy, dann spart ihr drauf maximal und seid auch noch günstiger. Plus ihr supportet mich auch noch, also Kuss geht raus. Ja, schmeckt dein Riegel? Ja, schmeckt gut. Wir gehen jetzt aber noch essen. Ist er vegan? Mm-mm. Für die Tiere? Du bist, ja. Du bist eine Tiermörderin, du isst Fleisch und nicht vegane Proteinriegel. Nein, das ich esse das Fleisch, damit die Tiere nicht umsonst gestorben sind. Ich esse Fleisch damit, weil wenn niemand mehr Fleisch essen würde, dann würden die Tiere gar nicht gezüchtet werden, also hätten sie gar kein Leben. Ja. Also bekommen sie sterben dann zwar irgendwann, damit ich sie essen kann, aber sie haben wenigstens ein Leben. Sonst würde man den Tieren das Leben nehmen, bevor sie überhaupt auf die Welt kommen. Meine Schwester war eine Zeit lang vegan und ihr Mann ist immer noch vegan. Das heißt, das, was sie nicht essen, esse ich. Also ich hole nicht nur ein, zwei Personen auf, ich hole ein ganzes Dorf auf mit dem Fleisch, das ich fresse. Ja, bei mir genauso. In der Tee 2 Kilo am Tag. Das ist aber eine stolze Menge. Fleisch, man merkt, du hast Hunger. Ja, ich habe Hunger, also ich habe wirklich Hunger. Und genau darin geht's hin. Nur nimmst du, beziehungsweise willst du dich auch noch kurz vorstellen als Kameramann? Servus, Sami hier. Sami hat keine Lust, mich mitzunehmen. Nee, kein Platz im Auto. Also, irgendwie mögen die mich nicht oder es liegt daran, dass das Auto so aussieht, Alter. Das ist wirklich, wirklich bodenlos. Und ich muss hinten immer rein, weil ich bin so anstrengend. Ja, viel Glück da hinten reinzupassen, Alter. Mit Anlauf und Nachtreten. Schema geht's jetzt essen und Robin kommt jetzt dann auch noch gleich. Freust du dich, Robin kennst du? Ja, natürlich. Ich glaube, du wirst den fühlen. Der ist ein cooler Dude. Der ist wirklich cool. Auch so ein bisschen nicht so krass behindert wie ich. Ja. Aber er hält's mit dir aus. Also schon auch einen kleinen Dachschaden. Ja, so ein Ziel. Also sonst würde man es ja gar nicht mit mir aushalten. Also. Ich habe ein bisschen Angst vor Samis Blick. Guck mal, der ist schon fast am Ausrasten wegen Essen, glaube ich. Aber wir haben ihm gerade Mars geholt. Und Twix? Snicker. Ja. Hat's geschmeckt? Ja, war gut. War gut? Fleisch. Jetzt gibt's Fettsteak. Gibt's bei dir auch Steak? Ja, natürlich. Okay, das ist gut. Medium. Ist gut.
Medium Rare. Yeah. Medium Rare. Sehr geil. Du hast es echt drauf? Woo! Okay, ich suche mir jetzt einen E-Scooter, Digga. Tschüss! Tschüss! Wir fahren noch zu Meckes. Der war komplett for real an dieser Stelle. Richtig cooles Mädchen, Tiffany. Also wirklich, also es ist krass. Ich hätte jetzt nicht gedacht, weil ich habe von Johannes schon ein bisschen so gehört, so, ja, die ist der Testo Tiffany. Und zuerst, wo er das so gesagt hat und ich nicht gewusst habe, wie sie aussieht, habe ich gedacht, diesen Mann, also ihr wisst, was ich meine, so eine Frau ist, die nicht mehr so viel Frau ist, aber sie ist wirklich cool, ist von Personality her schon ein bisschen nicht mehr so 100% weiblich, also nicht mehr, ich habe mit ihr auch geredet, so allgemein schon so und immer so, wir winken den noch. haben mir Peace gegeben, was ein Süßer. Auf jeden Fall richtig cooler Mensch. Auch mehr so Bro, also keine Ahnung, ob ihr das fühlt, aber ihr wisst, was ich meine. Aber mit gewissen Leuten, also mit gewissen Mädchen ist man so Bro. Nicht so, ich glaube, er fühlt mich. Ich glaube, ihr fühlt mich, Leute. Und ich mag sie wirklich, also sie ist cool. Und jetzt geht's essen, aber Robin kommt jetzt dann auch noch gleich. Und dann gehen wir zusammen essen und es gibt natürlich, was soll es auch sonst geben? Steak, Alter. Jetzt wird rein in die Fotologe weggefressen, Alter. Ich habe einen E-Scooter gefunden. Vielleicht funktioniert der diesmal, weil auf dem Hinweg, ja, habt ihr ja irgendwie gemerkt. Ah, by the way, auf dem Hinweg sind dann irgendwie, habe ich noch drei andere probiert, die haben auch nicht funktioniert. Dann habe ich irgendwie den vierten oder fünften hat dann funktioniert. Also, naja, war irgendwie, naja, egal. Vehicle not available. Digga, Kuss auf die Nuss, Alter. Richtig geile Scheiße, Mann. Perfekt. Das wieso auch nicht. Wir probieren noch einen. Hier steht noch einer. Mal gucken, ob der jetzt geht. Und der geht, Alter. Perfekt, Alter. Let's go. Crazy. Dann fahren wir jetzt dorthin. Ich hoffe, dass mein Handy auf dem Weg nicht ausgeht, weil dann bin ich am Arsch, Alter. Und ich habe noch 5%. Let's go. Woo! Wir fahren. Let's go, Alter. Also ich glaube, dieser Move hier gerade von mir war legal. Oder so ungefähr. Ich weiß nicht, wieso mich jetzt alle angucken, Digga. Aber Es ist schon dunkel, Robin ist angekommen, so lange hat der Dude gehabt, der ist natürlich mit Deutsche Bahn gefahren, daher ein bisschen später, Glück, so ungefähr eine Stunde oder anderthalb. Das, Digga, was ein Krampf, ne? Die bleibt einfach eine Stunde stehen irgendwo. Ja. Irgendwo bleiben die einfach eine Stunde stehen. Ja, das ist beschissen. Aber wisst ihr was? Robin hatte gestern Geburtstag. Das heißt, kann nur eins heißen. Und zwar? Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Richtig Voice Crack. Ja. Happy Birthday, lieber Robin. Happy Birthday to you. Vielen lieben Dank. Alles sehr süß von euch. Robin. Das ist dein Geschenk. Ein Brot. Ja, vielleicht kriegen wir irgendwas gratis. Ich muss mal fragen. Richtig unangenehm kriegen wir jetzt das Essen gratis. Kann ich den Hauptgang umsonst anhalten? Kriege ich gerade das Rumsteck, bitte? Wenn du das kriegst, dann hat er auch Geburtstag. Dann haben wir alle Geburtstag. Ja, genau. Geburtstagsparty. Drillinge, hä? Ja, sehen auch alle gleich aus. Ich so werde 28, gibt gar keinen Sinn. Ach so, du willst filmst schon. Willst du irgendwas schon sagen? Ich bin die Tiffy und ich bin auch dabei. Wirklich? Ja, immer. So. Und überall. Wenn es um Essen geht, bin ich immer am Start, meine Lieben. Ja, das glaube ich dir. Die ist nicht die Frist. Ja, die Frist. Die ich habe deine Reste gegeben. Ein bisschen anständigen Restaurant, dann nimmst du die Kartoffeln in die Hand und ja, vor allem nur noch die Schale, gell? Ja, das macht's besser. Komm, ja. Was ist dein Statement dazu? Er ist schon gewohnt, er schon. Ich sag gar nichts dazu. Du sagst gar nichts. Nee, ich muss es habe ich eigentlich was zwischen den Zähnen? Kannst du mal gucken? Nee, soll ich. Kann ich mir gut vorstellen, weil so bei einem Date, ne? Und dann so ein Fischrestaurant am Essen, dann nimmst du den Fisch und einfach hin damit. Oder beim Spaghetti, ah, die Scheiße geht nicht auf die Gabel. So. Ich habe mir auch überlegt, früher Kläranlagentaucher zu werden, weil ich dachte, es wäre cool. Erstens verdienen die richtig gut. Also ich weiß nicht, wie jetzt Stand der Ding ist. Scheiße ja, Scheiße. Nein, eben nicht. Du hast ja gar nichts damit zu tun. Und stell dir mal vor, du hast so ein erstes Date und dann so, hey, als was arbeitest du? Ich bin Kläranlagentaucher. Und du? Ich schwimme in Scheiße rum. Ja, und du? Macher. Ich bin ja nur in diesem Anzug. Die, wo dich ja sauber machen müssen, die haben den wirklichen Scheißjob. Stimmt. Ja.
Also das ist doch ein schönes Endzitat, oder? Ja, Alter, nee, ist es nicht. Es ist nur eine Scheiße, die wir labern, Alter. Bruder, ich habe endlich mal jemanden gefunden, der noch behinderter als ich ist. Servus. Er meint Sami. Ja, genau. Sicher nicht die unbedingt den Scheiße rumschwimmen will. Nein. Ich bin normal. Voll normal. Ja. Ja. Also Robby, wir fahren jetzt mit dem E-Scooter zurück nach Hause. Ja, wir schon ein. No Cap, das machen wir. Das machen wir. Ja, let's go. Wie lange brauchen wir bis zum Hotel? Halbe Stunde? Nein, 10 Minuten. Jetzt komme ich ins Hotel rein. Ich bin ja nicht mit involviert, deswegen kommt ihr da auch deswegen pünktlich an. Die E-Scooter haben wir. Heute haben wir E-Scooter. Ihr kommt nicht nach Hause. Ihr kommt heute nicht. Nee. Deutsche Bahn Service Auto fährt uns einfach tot. Die wollen nicht, dass wir pünktlich ankommen. Die kannst du nicht akzeptieren, Alter. Die waren so ein Rotz, ne? Also wie kann das alles, also... Das funktioniert nie. Also dann bleibt der Zug ungelogen kurz vor Berlin einfach eine Stunde stehen. Ja, also ich glaube, wäre ich ausgestiegen und gelaufen, wäre ich schneller gewesen. Und das Glück gehabt, dass noch beide gefahren sind. Ich, ja, wir fahren jetzt zum letzten Stopp zurück und hier könnt ihr dann... Ja, die fahren dann zum letzten Stopp zurück und sagen, der Zug fährt heute... Du sagst heute immer, scheiß Zeiten und scheiß Erfahrungen machen uns nur stärker. Die Deutsche Bahn will uns nur stärker. Die Deutsche Bahn macht uns so allen zu fucking Bodybuilder. Ja. Markus Rühl, wer? Ich bin Deutsche Bahn gefahren. Bereitet einen aufs wahre Leben vor, die Deutsche Bahn. Ja. Also, wir düsen jetzt. Wir müssen noch... 40 Minuten. Ja, 40 Minuten zum Hotel fahren. Ja. Hast du Lust? Ja, total. Morgen nach Gera. Nach Gera. Okay. Und dann noch nach Hannover und dann nach Hamburg. Okay, ich gehe mal wieder weg. Das ist mir zu viel. Darf ich auch mit dir mit? Nein, bleib da. Nein. Ja, danke. Ungelogen, ja, aber irgendwie, umso mehr Zeit ich mit dir verbringe, umso mehr Angst habe ich vor ihr. Lass dich drücken, komm her. Tschüss. Ciao, ciao. Hat mich mega gefreut. Mich guck auch. Mal, jetzt zieht er die ab. Einfach runtertreten. Alter. Hab ich gefreut. Ciao, ciao. Ja, also, hat mich gefreut, gell? Macht's gut. Ja, und ihr seid connected? Ja, wir connecten uns. Wir sehen uns safe auch wieder. Ja, klar. Hab mich wirklich gefreut. Wir sind jetzt herteleportiert worden durch den Teleportatons-Mecker. Oder was? Was? Wir haben uns jetzt hierher geportet mit diesen zwei schönen Koffern. Digga, wir sind mit den Koffern gefahren, aber war eigentlich voll gut, Alter. Wir haben uns mit teleportiert. Ja, wir sind mit den Koffern geteleportiert. Bruder. Let's go, Alter. Jetzt sind wir hier an der Unterkunft. Wir sind Haus 3, Alter. Let's fucking go. Oh, oh, oh. Und jetzt gehen wir hier rein, nehmen den Lift und fahren in Stock. In welchen Stock fahren wir? Ich weiß es nicht, Bruder. Ich war ja noch nie. Ja, sag mal, welchen wollen wir fahren? In den 12. Okay, fahren wir in den 12. Okay. Die. Jetzt hat sogar 12 Stockwerke. Ja, hat sogar 14. Uah. Wir fahren jetzt in den 12. Sind wir so hoch? Nein, wir fahren trotzdem jetzt dorthin. Ehrlich? Ja. Krass. Oh shit, der Fresher Boss, Alter, Robin. Ich merke Blasen. Was? 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 Was wollen wir denn eigentlich im 12. Stock machen, Bro? Welchem Stock sind wir eigentlich? Nicht im Stock 12, Bro. Lass mich gerade in Stock 13. Nein, sie wäre auch nicht. Bro, was machen wir jetzt hier? Ich weiß es nicht. Jetzt sind wir in Stock 12. Erstmal furzen. Ja, und jetzt? Oh ne, jetzt fährt das scheiß Ding. Das kannst du keinem. Was sind wir für Vollidioten? Ich muss so pissen, ne? Ey, ich hatte so einen geilen Piss gestern, ne? Ich hab mit meinem Kollegen am Parkhaus gestanden, ne? Wir waren ganz oben im Parkhaus drin, ne? Also runtergepisst, ne? Wir waren gegenüber einem Haus. Der guckt so, ne? Wir haben das halt gefilmt und er so, call in 4K. Alter, what the fuck? Wir pissen das. Das kannst du nicht reinschneiden. Doch, kann ich. Real Talk, ich hab noch nie so einen großen Penis gesehen. Okay, welchen Stock fahren wir jetzt, Bro? Welchen Stock müssen wir, Bro? Rat mal. Wir fahren jetzt schon. Bruder. 3. Stark, Bro, wir sind schon geachtet angehalten. Jetzt kommt jemand rein. Ey, cool. Welchen Stock wollen wir jetzt fahren? Bruder, in welchem Stock sind wir? In Stock 3. Bruder, sag mir, in welchem Stock wir sind. Das wäre cool. Wir sind die Zimmernummer 411 oder so. Wir sind im 4. Stock. Da muss ich mich scheißen. Muss ich mich scheißen? Ja. Welche Bank gehe ich denn nicht kacken? Ja, aber. Das geht. Hast du mir letztens erzählt? Bro, wir müssen hier raus, Alter. Jeremy, nein!
Bruder. Das stimmt natürlich nicht.